Recht herzlich willkommen zur 151. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir müssen jetzt zwei holen, den Winfried und hier ist der Aramis oder wie sie auch, oder er, weiß ich gar nicht, ob es er oder sie ist, und hier sind wir. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir schauen, dass wir die Ausrichtung stattfinden lassen, erstmal in... Wir haben ja hier, wenn wir den Orbit angucken, sind wir hier ja nur knapp raus. Das ist ja jetzt nicht so toll. Können wir ein bisschen mehr rausnehmen, indem wir dann besser aufholen oder umgekehrt. Ne? Das müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt noch anpassen, indem wir uns in Flugrichtung ausrichten. Und... Wo ist denn der grüne Zeiger jetzt hin? Ah, da links, okay. Aber das ist der rückwärtige, glaub. Dann müssen wir mal in diese Richtung gucken, wo er da ist. Da ist er. Gut, dann da ausrichten einmal, ne? So ungefähr. Da. So. Ist dunkel da, ne? Sehen wir sowieso nichts, ne? Ja, okay, aber da sind wir. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hier ein bisschen größer machen, denke ich noch, ne? So. Das sollte dann aber auch reichen, dass wir jetzt dann zu den anderen beiden aufholen können. Jetzt ist wieder die Frage, wer wo ist. Ich glaube, er ist... Ne, Gibbel. Dann müsste er das sein. Ich weiß gar nicht. Ah ja, jetzt passt's. Und jetzt können wir mal voranspulen und schauen, 80, irgendwas muss ja dann passieren in Richtung größer oder kleiner. Äh, 74 haben wir jetzt zu ihm hier. Und 89 hier. Ja, wir können können das natürlich auf beiden Seiten auch machen, ne? Mal eine Apoapsis auch nochmal machen, oder? Zuck, lassen wir hier stehen gerade. Dann machen wir da noch ein bisschen größer. Oh, das war falsch rum natürlich. Wie man da unten auch sehr schön sehen kann. Läuft, ne? So, ein bisschen rechts rüber. So, passt's. Und dann machen wir da auch mal ein bisschen größer. So, und dann geht's wieder weiter. 74 und 85. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, ist dann nur noch 80, 84. Und jetzt sehen wir gerade, dass wir da ändern müssen. Und, oder doch, das war schon gar nicht mal so verkehrt. Jetzt drehe ich so rum, egal. Einmal zur anderen Seite. Dann holen wir die andere Seite wieder rein. Machen wir da wieder kleiner. Auf welche Höhe sind die denn? Hm. 78, da habe ich auch eben auf was Falsches geguckt, kann da sein. Da müssen wir noch ein bisschen kleiner werden. So ungefähr kommt das jetzt hin.
82, weiß ich nicht, wo sie da sind, aber wir werden es dann sehen. Fliege mal schneller rum. Ja, mit Winfried klappt das einigermaßen sogar wahrscheinlich schon, ne? Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier. Jetzt müssen wir den nur set as target machen, dann sehen wir auch die Distanz, ne? 40 Kilometer, ne? Gut, der kommt uns jetzt zur Zeit noch näher, oder wie sehe ich das? 37,5. Gut, wie war das jetzt noch mit dem Bahnkreuzen und so, ne? Das war schwierig. Ja. Das heißt, wir machen hier nochmal gleich einmal ausrichten erstmal. Dann machen wir da nochmal ein Bremsmanöver. So. Die Apoapsis dann da wieder niedriger machen. Weil da dürfen wir jetzt nicht mehr dran vorbeifliegen, ne? Definitiv nicht. Ist das alles richtig, was wir machen? Ich glaube schon, oder? Das ist doch hier durchkreuzt, ne? Ja. Ja. Die kommt aber nicht runter. Ja, das ist dann irgendwie ein bisschen schlecht, ne? Weil wir wahrscheinlich jetzt hier auf Target sind und so, ne? Dass das. Na komm, egal. Nee, nicht egal. Orbit ist das Richtige. Und dann, da haben wir wieder den Fehler da drin gehabt, ne? Hätte man auch gleich denken können, naja, jetzt ist auch egal. Jetzt müssen wir irgendwo den anderen noch finden. Der werden wir dann größer machen. Und wann kommt die Gegenrichtung da? So, da ist es. Passt so ungefähr. Siehe da, da oben passiert irgendwas. Wie haben wir denn jetzt noch hier? 75. Ja, das ist jetzt zu viel geworden. Weil wir an der falschen Stelle brennen in dem Sinne. Dann müssen wir nochmal komplett umdrehen und wieder ein bisschen größer machen, damit wir hier auf den 70 bleiben auf jeden Fall, ne? Oder sowas müssen wir auf jeden Fall haben, weil die beiden haben ja die Höhe auch, ne? Ich glaube 78 war ein Minimum von den beiden. Lassen wir mal erstmal den so stehen und gucken, wie wir da weiterkommen. So, jetzt hier aber wieder auf Target und schauen, dass wir ihm näher kommen, ne? Da rechts ist er. Ich glaube, das wäre dann so jetzt gewisserweise richtig, weil ich jetzt zu ihm langsamer dann werde, oder? Kann er sein? Müssen wir mal testen. Ja. Und der Abstand verringert sich ja, ne? Irgendwie so war das, ne? Und dieser Bereich war der wichtige, den muss ich irgendwo auch nochmal geben. Dann war das irgendwie top, ne? So. Unser Abstand wird ja noch kleiner.
Genau. Er ist da, wir sind hier. Wir müssen aber hier, dieser Abstand darf nicht so sein. Das gestaltet sich dann schwierig, denke ich. Okay, lass mal einfach ein bisschen schneller fliegen. So, auf jeden Fall erstmal näher rankommen. Einunddreißig. Hier sind ja. Ah, jetzt sind wir schon fast auf gleicher Höhe. Dann sind wir gleich vorbei. Das ist schon mal ganz schlecht, ne? Die sind ja auch noch ein paar Kilometer, ne? Ja, okay. Da schneiden wir seine Bahn und da schneiden wir seine Bahn. Das ist schon mal klar. Aber wenn wir jetzt so weiterfliegen, ist er gleich, hat er uns gleich überholt. Das heißt, wir müssten jetzt definitiv auf ihn drauf zielen und dann zu ihm noch rüberfliegen. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum. Das ist natürlich wieder die falsche Richtung. Nee, das ist Flug. Richtung, wir brauchen das Ziel. Das ist er, ne? Das war Target, oder? Ist nur die Frage. So, wenn wir jetzt in den anderen Bildschirm gehen, muss er ja uns voraus sein, eigentlich, wenn wir da richtig rumdrehen, ne? Und das ist er nicht, denn er ist hinter uns. Also ist der Marker der verkehrte. Müssen wir einmal 180 Grad drehen und dann muss er ja hier sein. Da ist der richtige Marker. So. Und dann mal drauf zu, oder wie? Ja, wir kommen auf ihn drauf zu. Das ist definitiv klar schon mal. Das sind 20.000 Meter, ne? Ja, aber irgendwie kommen wir da zu niedrig gleich. Das ist ja auch nicht so gut, ne? Wenn wir zu niedrig sind, dann haben wir das Problem, das war ja, ne? Die Atmosphäre eintauchen und dann kriegen wir das auch wieder nicht hin. Obwohl da vielleicht noch nicht so schlimm ist, ne, oder? Das sind nur ein paar hundert Meter, ne? Aber das bremst uns ja dann vielleicht doch, oder? Ich gehe da lieber nicht das Risiko ein und dann ist das noch ein Fehlversuch komplett, ne? Oh, jetzt wird's noch schlechter. Ja, der Kleine hat noch keinen Stern. Das ist ganz doof, ne?
Ist der durchgestrichen oder nicht? Gute Frage, ne? Der ist nicht. Da müssen wir auf jeden Fall die andere Richtung haben. Obwohl das sehr komisch ist. So, jetzt passiert uns da erstmal nichts. Und wir sind mit ihm gleich. Er ist schon an uns vorbei im Endeffekt. Da holen wir aber wieder auf, weil wir unter ihm dann sind. Zurzeit wird es mehr, klar. So, jetzt kriegen wir den nächsten Punkt. Jetzt wird es wieder enger. Ich mal weiter zu dem Punkt da hinten, wo wir am niedrigsten sind. So, jetzt holen wir nämlich derbe auf gerade. Okay, gleich sind wir wieder zu weit vor. Naja, gucken wir erstmal. Ja. Jetzt muss ich mal die andere Seite angucken. Fliegen wir noch ein Stück weiter. Bis zur Periapsis ungefähr. Gut. Wie viele Entfernungen haben wir? 23. Jetzt müssen wir mal gucken, wie hoch ist hier unsere Apoapsis. Jetzt müssen wir die verringern. War das so rum? Ja. So, jetzt sind wir da. Wie viel haben wir hier? Und das ist unsere Periapsis hier. Sehe ich jetzt gerade nicht genau. 71 passt noch alles. 99. Wir werden jetzt ihn wieder überholen. Ich glaube, wir gehen mal so auf 5. Nee. Auf 98. So. Hier gibt es einen Schnittpunkt und da. Gehe davon aus, dass wir, wenn wir jetzt hier ihn vorlassen, beim nächsten Wechsel ziemlich nah sein werden. Gucken wir mal, ne? Lass mal ein bisschen schneller fliegen hier. So. 37, 34. So. Nee, das war jetzt hier oben. 19, 18. So, jetzt nimmt's ab. Ist auf 12. Sind wir ziemlich gleich. Und da vorne sollte es gleich relativ gut sein, ne? Wo der orange Marker ist, ist die nächste Annäherung dann. Ja gut, aber ich sehe schon, die Folge ist schon verdammt lang geworden. Da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.